Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nier Automata mit 9S2B und der Welt, in der wir hier so leben und sind und überhaupt. So, wir müssen Richtung Wüste. Das werden wir jetzt auch mal tun. Hier so ein paar Nebenmissionen müssen wir, glaube ich, auch machen. Aber nicht alle. Da ist der Shop. Knallkopf ist auch gar nicht hier. Weiß auch gar nicht warum, aber gut. Macht ja nix. Ja, für so ein paar Nebenquests wäre es natürlich cool, wie die mit dem Foto und so. Sie macht das Ding kaputt, so, da ist auch Knallkopf. Ich hab jetzt... Ja, okay. Ist klar, ne? Ja, aber es ist doch dann langweilig. So. Zack. Und Explosion. Also vor allem, der macht überhaupt keinen Damage, ne? Also der macht wirklich wenig Schaden. Aber er ist ja auch eher so der Hacker, damit macht er dann sehr viel. Bisschen schade, dass er das nicht auch immer öfter eingesetzt hat. Ja. So. So, dann kommt man her. So. Zack. Kapau. Natürlich werden ja noch immer die Gespräche unterbrochen. Aber die kennen wir im Grunde auch schon. Ja, gehen wir dann nach hinten. Ich glaube, manche Sachen kann man sogar auch erst hier machen. Im zweiten Durchgang. Lübt. Den noch. Mit Glück reicht's. Ja. So. Zack. Und tschüss. Noch ein Maschinenkern, geil. Die kann ich nämlich für gutes Geld verkaufen. Und ein großes Zahnrad brauchte ich sogar auch, ne? Auch das ist sehr nice. Guck mal, da ist Schweinchen. Ich reite mit Schweinchen auf die jetzt zu und mach die kaputt. Los, Schweinchen. Ja. Das ist auch ein sehr großes Schwein. Ja, muss man halt immer so sagen, ne? Ist eigentlich total dumm, aber es macht voll Spaß.
Warte. Selbstmordattentäter. Sehr schlecht. Ich glaube, das Schwein ist tot, ne? Natürlich sehr doof. So. Ach, da ist ja immer noch einer. Jetzt nicht mehr. Oh Gott. Tschüss. Allerdings muss ich sagen, ich finde, es gibt immer sehr wenig Erfahrung. Die Hacks. So, ja, ne, nehmen wir mal alles mit hier. So. Sehr gut. Da hinten ist auch noch was. 200 Gil. Ich brauche viel. Yeah. Hilfe. Ach, diese Verrückten. Knuffisch. Das sind echt verrückte Dudes. Kann man nicht anders sagen. Obwohl, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ich muss doch einiges nochmal machen. Boah, das ist halt nervig, ne? Also es fehlt natürlich diese Flooded City Passage, wenn er vermisst wird. Das fehlt ja komplett. Aber sonst spielst du ja mehr oder weniger die Hauptstory trotzdem nach. Weil er war ja nun mal beim meisten auch mit dabei. Ja, mach doch mal die nächste. Eieiei. So, er sagt irgendwas, ich habe aber keine Ahnung was, ist auch uninteressant. Random de Tango hat sich der Dake des. Daitai. Taskete te inagra kogek zirnante. Müsi. Wer Gespräche mag, da ist das nicht der richtige Run. Weil da werden halt hart unterbrochen durch das Hacken. Ist aber für ihn halt wirklich die schnellste Möglichkeit, sich irgendwelchen Gegnern zu entledigen. Ja, komm. Machen wir ihn nochmal. Oder einen von denen nochmal. Hm, nicht schlecht. So, tschüss. Then we take this and we go weiter. Weiter, weiter, weiter. Wo ich weiß gar nicht, gibt es irgendwelche. Das muss ich mal gucken. Gibt es irgendwelche Chips zum Hacken? Ja, doch, gibt's. Entzünden. Das ist natürlich nicht schlecht. Da müsste ich jetzt aber was anderes für rausnehmen. Ausgerüstet. Ja, es sind schon viele Kampfdinger drin. Manche braucht er halt nicht. Ne? Hieb zum Beispiel. Mache ich mit ihm ja nicht. Deswegen, ich entferne hier den Hieb.
Und mach optimieren, damit der Platz frei wird. Und mach entzünden rein, zack, so optimal genutzt läuft. Und er kriegt ja noch mehr. Das wird ein bisschen, ich glaube, ich werde das mal dann auch anders machen. Ich werde dann für ihn C benutzen oder so, damit er C hat, weil die rüsten ja beide das gleiche aus, was total bescheuert ist. Aber naja. Da machst du halt nichts, weil... So. Kann ich ihn nicht schnell einfach töten? Nö, er ist weg. Da ist er wieder. Warte, ich nehme das aber trotzdem mit. Und dann hinterher, wa? Nichts wie hinterher. Genau, das hat er gesagt. Ich glaube, das ist so. Nee, doch nicht. Das ist das. Panzer. 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 Ja, das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Diese kleinen, Nachrichten, sage ich mal, die du bekommst. So, zack. So viel Damage macht man nicht, aber entzünden müsste ja, ne, irgendwie nicht. Ah, shit, zweimal getroffen schon. Ah, das war kacke. Oder wurde am Anfang halt schon getroffen, was doof ist. Da verstehe ich zum Beispiel nicht, was macht denn Tobi jetzt in der Zeit? Jetzt mal ganz ehrlich, was macht denn? Nüscht. Ja, natürlich, ich fange sie auch noch ab. Läuft. So. Achso, die macht auch irgendwas, aber ja gut, sie macht auch nicht so viel Damage bei denen. Das sind ja goldene Gegner, ne? Die sind halt Gold. Ich weiß nicht so genau, von wem du redest. Guck mal, jetzt macht sie zum Beispiel gar nichts. Das ist manchmal komisch. Weil selbst mit Hacken dauert es halt eine Weile, ne? So fünfmal musst du den schon hacken, aber sie macht halt auch nicht wirklich Damage bei ihm. Das ist das Problem, weil es halt so ein goldener Motherfucker ist. Und das Entzünden, ey, das bringt gar nichts. Heißt du das Gefühl? Ich brauche bessere Hacking-Sachen. Im Grunde, so ein komplettes Chipset. Ich hätte gern 4 Chips-Sets mit einem nur für Hacken. So. Kämpfen uns ja dumm und dusselig. Ich hack den mal. Nies.
Alter, was leuchtet denn hier alles? Meine Fresse. Golderz brauchte ich auch. Und hier sind halt auch ein paar Sachen, die vorher nicht da waren. Hier ist auch noch ein Maschinenkern, den hätte ich eigentlich ganz gerne, danke. Also ich muss mal tatsächlich gucken, weil ich das nicht mehr weiß, ob man die für was anderes benutzen kann, außer zum Verkaufen. Weil dann kann ich die getrost nämlich auch einfach verkaufen, weil die bringen immer 10.000 Gold. Oder 10.000 Geld. Gil, was auch immer, hier 10KG oder so. Ja. Mein Gott. Irgendwie so. Ne? Damit ich die halt einfach auch mit ruhigem Gewissen verkaufen kann. Und dann ist gut. Ich muss allerdings, glaube ich zumindest, die Dinger nicht mehr freischalten, weil sie sind ja im Grunde schon freigeschaltet. Der Schnelltransport funktioniert halt nur noch nicht. Achtung an alle Androiden. Jahrtausende sind vergangen, seit wir Menschen auf den Mond flüchten mussten. Und während der Krieg weiterhin festgefahren ist, wissen wir genau, dass wir unsere Sicherheit euren mutigen Bemühungen auf dem Boden verdanken. Wir bitten euch darum, weiterhin alles in eurer Macht Stehende zu tun, um die Erde von den Maschinen zurückzuerobern. 21.10 ist der Operator. Reguläre Verifizierung. Das ist eine vorgesehene Korrespondenz für Jora-Mitglieder. Antworte, falls du ein Anliegen hast. Solltest du kein Anliegen haben, ist... Ja, okay. Ich habe kein Anliegen oder so. Naja, wird schon alles stimmen. Was die mir da so erzählen. Es sind natürlich auch... Es ist ja nicht alles so, ja, wie im ersten Durchgang. Es sind jetzt halt auch ein paar Gegner, die am Anfang nicht da waren. Diese goldenen am Anfang zum Beispiel, beziehungsweise jetzt der Panzer. Und also die waren ja vorher nicht da. Jetzt kann ich aber die öffnen, was sehr schön ist. Hier war auch noch so eine Kiste. Aha. Berichtaufzeichnung. Cool. Ich weiß gar nicht, wo sind die denn? Sind die bei Info? Archive. Ah. Hier ruht der Wald König Ernst. Aha. Dieses hochrangige Individuum stand als erstes aus eigenem Willen auf, weshalb wir ihn zu unserem Herrscher ernannten. Um die Saat seines Willens aus... Das müsste ich eigentlich irgendwann mal machen. Ich habe ja doch einiges bekommen. Tutorials kann ich alle vorlesen. Krass, ne? Waffengeschichten. Ganz ehrlich, die sind ja wohl das Lächerlichste überhaupt. Bilderbücher. Geil. Haben wir jetzt das erste natürlich gesehen. Das Fischlexikon. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal den Kilifisch. Ja, war ich schon sehr krass dabei. Da war ich bisher schon sehr krass dabei. Aber wie gesagt, die können wir jetzt alle öffnen. Da sind manchmal auch coole Sachen drin. Ich habe so viele gesehen. Ich glaube auch in der Fabrik selbst. Aber ich habe es leider vergessen. Alter, wo musste ich denn jetzt lang? Direkt Hacken zerstören. Ganz ehrlich, der will doch hier böse Sachen machen. Das sehe ich doch direkt. Nicht mit mir, mein Freund. Not with me. Ach so, vielleicht sollte ich auch hier lang gehen. Könnte helfen. Ja, lauf mal. Lauf mal, du. Ja. Und domo arigato, dass du hier so einfach zu mir tot bist. Alter. Oh, weggefickt. Das ist der Fachausdruck. Alter, hier kriege ich aber auch viele Maschinenkerne, muss ich sagen. Heieiei. Ja, Hiebsachen brauche ich bei ihm jetzt nicht so. Ein so ein Chipsatz nur für Hacken, ey. Das müsste man mal machen. Und natürlich ein paar Lebenssachen, dass du halt überleben kannst. Aber das ist eigentlich ganz cool. Aber dann muss man halt auch mal gucken, was man überhaupt bekommt. Oh.
So, der ist tot. So, der auch. Ich muss halt einfach hacken, das macht mit ihm wirklich am meisten Sinn. So. Obwohl es auch cool wäre, wenn ich hacken könnte, dass die für mich kämpfen, das wäre geil. So, dann kommen wir her. Was haben die denn für ein 33? Guck mal. So. Aber es macht doch die Kämpfe gegen die Großen natürlich einfacher, würde ich nicht sagen, weil Tobi macht schon mega viel Schaden. Au. Ich sammle mal einen, ne? Und vor allem gegen die, gegen diese kackfliegenden Würmer macht es das um einiges einfacher alles. Die werden einfach gehackt, zack. Also ich sollte auch vielleicht auf die Kugel schießen, das wäre gar nicht mal so verkehrt. So, tschüss. Jetzt kommst du ran, Dickerchen. Scheiße. Hä? Unfair. So, tschüss. Läuft. Nochmal hacken. Sich immer geschickt positionieren ist wichtig. Dann lübt das auch. Maschinenkopf? Brauche ich nicht. Bestimmt für irgendeine andere. Bewegungstempo plus 2 müsste ich gucken, ob ich das einbauen kann. Aber ich brauche doch Arm und Rumpf. Nix Kopf. Nicht hier lang. Ach, immer wieder witzig. Immer wieder witzig. Die Bücher, die sind da auch nicht umsonst hier. Obwohl, ich werde an dieser Stelle die Folge beenden. Ich bedanke mich bei euch und in der nächsten Folge geht es dann quasi weiter. Ja, also nicht quasi, sondern da geht es weiter. Wir werden sehen, was, also wir wissen ja eigentlich, was auf uns zukommt, weil das haben wir alle schon gemacht. Trotzdem. Mit 9S ist alles ein bisschen anders, weil du kämpfst halt nicht. Das ist halt ein anderes Spielprinzip. Es ist halt wirklich eher der Fernkämpfer, beziehungsweise eher so der, naja, sagen wir mal, Hacker, ja. Es ist ein Hacker, ne? Das kann man ja schon so sagen. Ich bedanke mich bei euch, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.